Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Jetzt sollte ich peinlich gut Outlast sagen. Curse hat es mal wieder nicht auf Reihe gekriegt, deswegen muss ich den Rest jetzt machen. Und ja, wir müssen jetzt erstmal suchen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Kamera. Action. Okay. Dann suche ich mal den richtigen Weg, ne? Mach mal gut. Ja, das ist kein Thema. Schaffst du eh nicht. Findest du nicht. Find das Loch. Ah, laufen wir mal hier lang. Oh. Achso, drück mal den Start-Button da vor dir. Start. Hier vom Timer. Ah! Der Timer-Button. Timer. Stimmt, ich will ja keine Überlänge hier machen, ne? So, jetzt drücken wir nämlich aufs Knöpfchen, weil der konnte das ja nicht hier. Ich weiß noch nicht, ob der das gerade gespeichert hat. Hast du darauf geachtet? Was für ein Achievement haben wir denn hier? Was müssen wir machen? Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Haben wir das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieses Ding noch so leuchtet da, ne, zum Nutzen. Interessant, dass das geht, ne? Die Zuleitung fehlt. Herrlich. Ja, aber es leuchtet ja, deswegen verstehe ich das nicht. Wir haben doch drauf gedrückt. Ist der Schlüssel runtergefallen? Der liegt jetzt irgendwo im Keller. Kannst du sagen, du willst. Das ist definitiv da irgendwo unten. Stockwerk niedriger oder so. Und mit dem Schlüssel kommen wir dann halt in die obersten Stockwerke, die ihr gerade gesehen hast. Kannst du sagen, was du willst. Deswegen gehen wir nochmal zum Fahrstuhl. Dann. Wie du schon sagtest vorhin. Wo wir herkamen und so, ne? Und bla. Wo war das denn jetzt nochmal? Da lang, ja. Ach ja, und dann hier rüber? Nein. Nee. War da geradeaus. Da geradeaus, okay. Okay, mach ich. Ich sehe aber nichts. Treppe. Genau. Kannst du mal hinter dich gucken? Ich weiß nicht, ob ich da überall war. Ich glaube schon, aber geh mal hin. Mach ich. Ja, die Tür ging noch nicht zu. Da. Ging noch nicht, ne? Ne, ging nicht. Probier nochmal. Vielleicht kannst du ja an der Sandwand lang schleichen. Ich weiß nicht, ob ich drauf gedrückt habe. Ne, geht nicht, siehst du? Okay. Da steht irgendwas vor. Ne? Mm, okay. Oder was? Batterie, ne? Ja. Also, ich muss mich da jetzt erstmal wieder dran gewöhnen an die Steuerung, weil. Ich hab das auch immer. Ach. Dann gehe ich einfach mal runter. Gucken wir nochmal nach. Vielleicht finden wir ja was. Ja, in dem Stock kannst du den Fahrstuhl auch nicht aufmachen, ne? Nein. Ist er. Naja. Hier steckt ja der Feste. Er steckt Feste. Genauso wie wir. So sehe ich das auch. Hey du da, sag mir was. Hol meinen Schlüssel. Los, lauf. Boah, sieht scheiße aus, ey. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, der hat ein Problem. Mal wieder. Wie alle anderen, die hier sind. Was ist das? Scheißhaus? Hm. Vielleicht da. Hier waren wir jetzt gerade nicht drin, ne? Ah, guck mal, da ist der Schlüssel. Da ist er! Ehrlich. Möchtest du mir irgendwas sagen? Ich wusste, wo der ist. Ich dachte nur, da kommt noch so ein Schocker, weißt du, und der schockt dich dann. Und deswegen habe ich nicht gespielt, weißt du? Ja, ja. Er hatte einfach. Klappen können. Er hatte einfach keine Ahnung. Wie so oft. Alles muss man hier selber machen, weißt du? Lauf! Wenn die Tür aufgeht, lauf! Lauf! Ich komme nicht weg! Falsche Tür! Scheiß auf die verfickte Batterie! Tja, hoch, Schlüssel, hoch. Vorsicht springen. Sehr gut. Geil. Was ist mit ihm nicht in Ordnung gewesen? Ah, was ist denn los mit dir? Ja, echt. Tschüss. Meine Güte. Speichert. Meine Güte. So, Tür zu, Affe tot.
Ja. Ja. Ich glaube, das klappt nicht. Aber was willst du sonst machen? Was soll das denn jetzt? Ist das jetzt an euer Wand Ernst? Gehen oder so irgendwo? Da? Nein. Versuch zu springen. Vielleicht schaffst du es ja. Ja, aber vielleicht mit hier irgendwie. Shift. Hä? Ja, du bist wieder ein Stock runter. Ist halt jetzt euer Ernst? Schaff's halt schon. Auf Säulen, einfach machen. Sagt der, der eine Schlüssel über eine Stunde nicht gefunden hat. 15 Minuten. Und ich habe in der Zeit 3 Sicherungen gefunden. Und nur in der letzten Folge? Eine. Ja, aber das muss doch hier irgendwie. Das können die nicht ernst meinen. Jetzt habe ich diesen verblödeten Schlüssel. Und kann da nicht hoch. Wozu habe ich das denn aufgemacht? Mit Shift, ne? Und gerade. Hier habe ich da. Da, das da. Ja. Das da ist Shift. Kannst du jetzt schon mal halten. Ja. Ja. Könntest du so weit springen? Ja. Nein. Ja, ich glaube, er kann das auch nicht. Oder sie. Ja, ja. Ja. Versuchen wir es mal mit Anlauf. Nee. Fast. Fehlt ja nicht viel. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist. Wenn wir doch jetzt einen Schlüssel haben, guck dich doch mal an. Blood. Ja, folgen dem Blut. Ja, habe ich vor. Wenn wir da drüben sind, folgen wir dem Blut. Hm. Mach mal Licht. Mal hoch. Ich mal um. Ist nichts. Hangeln konnte der sich ja auch nicht, ne? Doch, aber das wird er an der Stelle automatisch machen eigentlich. Der Kollege Bator. Achso, seht ihr gar nicht, ne? Stimmt, an der Stelle ist ja die Facecam bei uns. Auf einmal zockt er gerade Rust. Das werden wir später auch wieder aufnehmen. Vielleicht doch nochmal runter. Warum? Wenn du gerade einen Schlüssel oben benutzt hast, um da weiterzukommen. Gehst eine Treppe weiter und kommst nicht weiter? Nie im Leben. Ja? Ne. Hä? Hast du jetzt schon wieder eine neue Batterie angetan? Nein. Aha. Das war, warum wir nie welche haben. Hm. Ich habe auch keine großartige Idee. Ich würde da ähnliche Dinge probieren, aber anders. Oh, guck mal, mit Anlauf geht's. Alter, Alter. 2 Batterien. So, Glück gehabt. Voll dem Blut. Mach ich, da war doch Blut, oder? Hier, hier, da ist Blut. Stimmt, ja. Geht schon wieder los, Leute. Das ist der Hammer. Ich glaube, dass mir der Schlaf fehlt. Ja, der kann nicht so hoch. Nein, ihm fehlt nicht der Schlaf. Bei Cursed funktioniert das so, wenn er müde wird, wenn er Angst hat, fängt er an das zu gehen. Das ist jetzt, glaube ich, die 3. oder 4. Folge, wo sie das behauptet. Ja, hat bis jetzt aber nicht recht behalten. Sagst du. Ja, ist ja so. Aber ich will ihm ja nicht in den Arm rennen. Hab ich nicht vor. Ein krasses Vieh. Aber die Musik wird schon wieder so laut. Ich mag das nicht. Weiß ich. Sechs von 10. Sehr gut. Da geht es nicht raus. Ah. Hä? Gute Frage. Ich habe es jetzt auch noch nicht entdeckt. Irgendwo da hoch muss auf jeden Fall wieder. Nur über die Betten. Was das geht? Ja, irgendwo. Cool.
Soweit so gut. Würde ich sagen. Tapfer. Noch 5 Minuten. Ich bin ein tapferes kleines Mädchen. Oh, da. Ja, cool. Ja, ich fülle mal eben unsere Batterien hier auf. Bin ich mal so nett. Oh, muss ich schon wieder tun. Ist da was? Nein. Ich sehe nichts. Ah, hier ist die Blutspur. Ja. Sehr cool. Sind wir das? Stehen. Ja. Okay. Ich habe immer Angst. Ja, das verbraucht die Batterien. Wir brauchen die. Ja, ich weiß. Ich habe halt Angst. Ja. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von Outlast. Was war das? Eine kaputte Lampe. Lüg nicht. Alter, wie unser Hase, ehrlich. Wenn du versuchst, den zu streicheln, rennt der auch weg. Genauso viel Schiss vor nix. Ha, ha, ha. Die Tür ist zu. Ist nicht schlimm. Das ist ein Geist übrigens. Wo? Ist nicht schlimm, bei Pineview Drive ist auch ein Geist. Boah, ey. Langsam, ne? Also ich glaube, das ist die Facecam. Was? Die das Facecam? Ist die Aufregung durch die Facecam, nicht durch das Spiel. Also egal, was für ein Spiel ich spiele, das kann doch so krass sein. Ich gähne da nicht die ganze Zeit. Aber jedes Mal, wenn ich eine Facecam im Gesicht habe, fange ich irgendwann an zu gähnen. Das stimmt nicht bei Diablo auch nicht. Ey, guck mal, die Pimmel! Hauptsache, du guckst du die Pimmel noch, bevor du abbaust. Ich will leise abhauen. Gar nicht. Warum rennst du so schnell? Ja, ich will, damit die mich nicht hören, du Pflaume. Damit die dich nicht hören. Ich kann da nicht unterm Bett. Oh Gott. Eine Herrlichkeit. Hörst du die? Ja. Jetzt höre ich so. Ja. Guck mal da, Pimmel! Ich habe den tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ich glaube, also man achtet im anderen nicht drauf. Da kommt, da waren noch zwei, oder nicht? Da. Da ist der nächste. Da, da, jetzt guck, warte, warte. Pimmel! Da ist er! Yo. Oh, Sack! Herrlich. Na, jetzt kommt der andere da. Wusste, wäre mir lieber. Da, guck, da! Ja. Was mache ich jetzt? Schon mal den Folgennamen ankündigen. Pimmel. Nein. Doch, das werde ich tun. Nein, der Folgenname heißt Dat Pimmel. Da Pimmel? Da Pimmel. Da Pimmel. Okay, wir müssen da wahrscheinlich wieder hin. Das ist echt beim Gähnen. Oh, das ist ganz wichtig für den Sauerstoff. Wo sind die? Doch mal da vorne. Hast du gemerkt, wo wir lang gegangen sind? Bestimmt nicht, ne? Sehr gut. Es geht links rein. Alles gut, alles gut. Musik, da ist gerade sehr krass. Wir müssen den anderen gucken. Weil. Ah, da lief schon richtig. Speichern. Kannst du überlegen, ob wir. Oh ja, ich weiß ja nicht. Ne, komm, mach noch ein Stück. Nein, nein, nein. Er fällt runter. Jetzt solltest du den Spielstand laden. So, als Tipp. Meinst du? Ja, du bist jetzt wieder unten. Was willst du da? Okay. Ach, kannst du gar nicht, ne? Ne. Das ist schlecht. Dann lass. Tut mir leid. Gucken wir, ja, du musst ja jetzt eben wieder hoch. Ich bin ja dran. Das war nicht meine Absicht.
Vielleicht kann man da auch runterfallen, kommt anders wieder hoch oder so. Schau mal. Ja. Sieht alles kaputt aus da. Wir finden schon einen Weg. Ja, richtig. Okay, da ist zu. Ja, dann macht er erstmal Ende. Jetzt, guck mal. 20 Sekunden. Okay. Zwei hat eh nicht. Dann beende ich jetzt meine Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Curse darf jetzt zusehen, wie er weiterkommt. Und dann würde ich sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.